Welcome back, meine Freunde, zurück zu Raft. Wir sind immer noch auf der Rieseninsel, haben unseren Netzwerfer gebaut. Haben jetzt auch einen Netzkanister. Nee, weil der Benny hat den Trockending geklaut. Ah, verdammt. Es war sogar genau hier, blöderweise. Jetzt wieder da. Vorher kam er ja irgendwie nicht. Alter, du Arsch. Bist du nicht so schnell hier? Einfach ins Wasser rein. Hier, da wo ihr jetzt hochkommt, da musst du drunter dann. Okay. Kannst aber auch um diesen Felsvorsprung rumschwimmen dann noch. Da leider recht weit runter. Aber da gibt's alles, was dein Herz begehrt. Alter, das ist ja ewigst weit unten. Ja. Bist du des Wahnsinns? Da hab ich schon so viel raufgekriegt, boah. Alles für das Team. Das sauf ich ja fast. Ja, und ich kann ja nicht abbauen, weil der Heim mich auffressen muss. Richtig, ja. Ach Gott, dieses Viech nervt mich so. Alter, ich schaff's nicht. Schwimmen? Mir hat der Heizbaum gebissen. Ach so. Ja. Der wird mich auch gleich nochmal beißen, glaube ich. Na, ich wusste es! Ich hab gedacht, was schwimmt denn da? Ich hab den Wildsaukopf im Wasser. Ja, und da habe ich die jetzt neben das Bett geschmissen. Okay, super. Ein Erz konnte ich raufholen. Schmeiß mal das. Explosivzeigel oder was denn so, nein? Ist schon im rechten. Im rechten? Wo machst du das? Ja, das ist ja schon einmal verarbeitet worden. So irgendwie in der Art haben wir das vorgestellt. Okay, jetzt ist das echt. Oh, da steht aber nicht, wie früh man das benutzen kann. Ich frage mich jetzt wirklich, wenn ich mit dem Heilkopf schwimmen gehe, ob er mich dann vielleicht nicht angerührt. Mich würde es sehr interessieren. Er hat ja gerade nichts. Ah ne, du hast ja dann gar nicht aufgehabt. Richtig. Also die das Wildschwein hat mich auf jeden Fall angegriffen. Ja. Gut, dann wird es beim Hai auch nicht anders sein. Es ist so dunkel. Ja gut, du musst natürlich auch, darfst du ja auch nicht vergessen, dass du halt nicht von unserem Boot aus dahin tauchst, sondern du... Ah, da ist er! Nicht dein Ernst? Beginner Wrangler. Benny! Ja. Mein Gott, fuck. Es macht echt keinen Sinn, in der Nacht zu tauchen. Ich bin gerade so glücklich. Warte. Bleib, wo du bist. Oder komm zum Boot. Sterben wegen dem Haie, ich bin gleich da. Oh, du blöder Arsch, Mann. Das ist ja geil. Ach, der lebt noch. Ja, ich hab ihn Hugo genannt. Der ausschaut. Nein, der rennt weg, was machst du? Wo ist er jetzt? Ja, aber der bleibt doch hier am Schiff, oder? Dass der von seinem Schiff bleibt, hoffe ich ganz klar. Keine Munition, Alter, du kannst ein einziges Netz davon bauen. Okay, ein Tier fangen. Der hat sogar Schüttelumhänger, auf dem Hugo steht. Ja. Gott, ich liebe das Spiel. Dein Heischädel, Anno. Du bist ja so ein Mongo. Aber was bringt uns der jetzt? Der kann doch nichts, oder? Hätte lieber die Ziege fangen müssen. Mhm. Ja, er hätte aber schon gedacht, dass man auch mehr als ein Tier damit fangen kann. Also. Das finde ich auch heftig. Ja Gott, du brauchst wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn es... Oh, Ziege hast oder ein Schaf oder sowas wäre drei. Ja. Oh, ich habe ein bisschen Salzwasser getrunken. Was das für ein Video war, da habe ich unglaublich viel. Also, der hat ja unglaublich viel Zeug auf dem Schiff. Tiere. Zeug, ja. Zieht da noch einen Sturm auf? Ist der jetzt ins Wasser gefallen? Nein, Hugo, bleib hier. Nein? Oh, Hugo! Oh mein Gott. Hugo, du kannst doch nicht schwimmen! Hugo! Er kann schwimmen, aber man muss ihn echt retten dann. Wir müssen einen Käfig für den bauen, irgendwo einen Zaun oder so. Ja, das ist aber auch so ein selbstmordgefährdeter Mongo-Vogel, ja, das sieht man dem Show irgendwie. Ja. Ja, toll, jetzt bräuchte man nochmal so Explosivpulver, dass man die Ziege. Wir brauchen ein Gehege für den. Ja, da brauchen wir Planken, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Aber gib den nimmer her. Nee, wohl ja nicht. Aber.
Ich habe 8 Planken. Was kostet so ein Zaun? Der günstigste. Oh, das würde sogar gehen. Seil braucht er die. Du musst aber, glaube ich, eine Wiese bauen. Oh. Hast du nur Palmblätter oder so? Nee, ich glaube nicht. Ja, brauche bloß Seil. Eine Wiese? Weiß ich nicht, wie man die baut. Muss man Inventar wahrscheinlich irgendwo. Hier ist Wiese. Und natürlich 6 Planken. Gieße sie ein wenig und du erhältst Gras für deine Tiere. Ja klar, müssen es füttern. Weißt du, wo ist er denn? Ich hab ihn. Okay. Ich lass ihn dann immer los. Ey, Alter, sollen wir hier wegfahren? Wir haben ja nichts mehr, wir haben kein Loot, gar nichts. Nein, ich muss meine Ziege noch töten. Alter, da steckt gerade 8 Pfeile drin in dem Scheißviech. Ah, da können wir hier fahren. Da können wir du dir mal, Hugo. Und ich weiß jetzt schon, ja, das, ich mache ja nichts anderes. Dass wir mehr Ressourcen verlieren, wenn wir versuchen, die Ziege zu töten. Pfeile wieder herzustellen. Ja, Wahnsinn. Ja, cool, wenn man sich eine Rüstung oder so wie er mit dem Vogel rumrennt. Das packe ich nicht. Wir fahren die nicht weg. Anker ist gelichtet, ne. Das Segel hat einmal in die falsche Richtung gezeigt. Ja, wir müssen nach rechts fahren. Jetzt aber. Oder? Ja, ein bisschen. Komm, Hugo, wir schauen mal hoch, wie es da oben ausschaut. Ah, das freut mich jetzt, dass ich da so einen Freund für dich gefunden habe. Ja, total. Ich bin ja nicht immer alleine, wenn du an Land gehst. Okay, das kann sich nur um Stunden handeln. Ich lande dann eine Möwe neben mir. Ja, du wärst schon nur so eine Disney-Prinzessin, hä? Vielleicht kriegen wir von dem dann Eier. Hab ich auch schon überlegt, ja. Und wir fahren tatsächlich in irgendeine Richtung. Ja, nur unglaublich langsam. Also wenn wir jetzt irgendwie wieder rumfahren und Planken finden, können wir dann einen Zaun bauen. Aber wir müssen auch schnell... Ja, ich brauch's nur Seil. Dann kann ich ihn eigentlich schon bauen. Hättest du die Möglichkeit, hier noch was hinzubauen? Ja, gut, wenn uns die Pflanzkorb da wegbeißt, ist das jetzt auch nicht so dramatisch, oder? Ja, das... Naja, da haben wir echt zu wenig Planken, glaube ich, für sowas. Ja, langsam unterwegs. Das ist furchtbar. Wer sie aufregt. Ja, so einen langweiligen Hugo. So kenne ich ihn, der gute alte Hugo. Ja, egal, ich gehe jetzt von hier schnell. Nein, jetzt bin ich gerade noch gerettet worden, bevor er ins Wasser gefallen ist. Komm gleich wieder, gell? Pass du auf unser Kind auf. Na gut, ich muss doch was essen. Das wird echt fies, dass du gar nichts machen kannst während du den Drecks. Ja, der bringt sie doch nicht so instant um, oder? Doch. Ach so, jetzt warte mal, wenn die Wildsau wieder da ist, dann muss ich auf die Ziege scheißen. Ja, das sind ganz komische Rituale hier auf der Insel. Da ist sie. Und ich schieß gleich mal daneben. Nein, der Hai. Hugo, es tut mir leid. Nochmal daneben. Getroffen. Dass der Hai den Hugo frisst, das wäre echt... Würde ich mir niemals verzeihen. Alter, wenn der Hai den Hugo frisst, dann hat er wirklich mal ein Problem. Ah, die Ziege ist tot.
Ich frage mich jetzt, was passiert, wenn ich den Hugo an Land. Ob er dann einfach wieder wegläuft oder ob man den dann wieder fangen. Das Namensschild gedrückt, was? Warte, zum Aufnehmen. Ist die nicht tot? Haben wir jetzt die Ziege auch als Haustier? Nein, ich kann sie nicht nehmen. Da steht, halte E gedrückt, das mache ich. Oder passiert nichts. Kann ich nicht aufnehmen. Halte die Taste E zum Aufnehmen von Namensschild gedrückt, ja? Mache ich, passiert nichts. Okay, ja. Bringt nichts. Warte mal, ob die Fische vielleicht auch wieder gespawnt sind. Dass wir uns dann noch ein Netz bauen können. Jetzt frage ich mich, ob der da runterfällt, wenn man ihn da oben rauslässt. Wobei, ich glaube, das Schwein ist gar nicht gespawnt. Voll auf jeden Fall runter. Die Fische sind keine mehr da. Natürlich fällt er runter, aber wir ist halt straight runter marschiert. Mann, Hugo, du bist so doof. Hey. Du meinst bloß gut. Der meint gar nichts. Echt komisch, ich konnte die Ziege jetzt nicht looten. Nix. Egal. Seltsamer. So. Ach, Echo, heute doch der Furzen. So, in welche Richtung würden wir jetzt fahren? In gar keine. Okay. So, wir fahren jetzt einfach mal hier weg und holen uns endlich wieder Loot. Dann bauen wir einmal einen Zaun. Genau. Wir können hier nicht wegfahren. Hallo? Okay, Schmankerl. Was der? Was ist das für Blume? Tu die weg. Was Obacht. Ist auch schott. Soll ich das jetzt nicht hier herbauen? Was geht jetzt nicht, weil ich keine Axt hab? Axt hätte ich. Ja, ich wollte. Ich denke, dass wir den Motor da hier bauen können. Du hast den Anker eingeholt, oder? Ankerlichten, ne? Du weißt, jetzt fahren wir doch schon. So, das Segel ist auch noch gesetzt. Ja, ich hab's gerade wieder eingeholt, um zu schauen, wo wir hinfahren. Aber. So. Ja. War sogar perfekt, weil dann haben wir gleich über die volle Breite, dass wir. Injan. Da drüben sind zwei Blätter, drei auf einmal. Ah ja, das müssen wir jetzt erst schauen, dass wir. Das hat Priorität. Um Hugo schon wieder ganz vergessen, hä? Wie konntest du nur? Arme Hugo. So, das darf schon rein, oder? Zeil. Nein, ein Blatt brauche ich noch. Ja, komm, dann. Zauberhaft. Aber dann kannst du ja auch nur einen Zaun bauen. Nee. So ein Gehege. Ja. Okay, sehr schön. Das ist halt ein sehr kleines Gehege, aber damit kommt der Hugo schon klar. Der hat wenig Ansprüche. Das muss bitte da herbauen, ja. Da wo ich jetzt stehe. Das ist doch gerade mein Hammer. Wo ist denn der hier? Ich wollte das ja am wohlsten, hat er gesagt. Ich habe meinen Hammer jetzt abgelegt. Was bin ich denn für ein Holzkopf? Also. Wo bist du denn hier? Warte. War Hunger und verdurste. Hier ungefähr, hier oder hier. So. Wir müssen den Motor auch noch herstellen. Also hinter muss der Motor. Ja, okay. Aber nicht direkt hinter die Schmieden, dass wir da halt noch hinkommen. Ey Gott, den Motor mach. Nein! Oder hi, mein Gott. Was ist jetzt? Ich verhungere, ich verdurste. Ach Gott, trinken.
Zum Essen haben wir ja überhaupt nichts mehr. Konntest du mir schnell Axt herschmeißen? Ja. Hab das ein bisschen falsch gebaut. Du schaust, dass der Hugo denn raus hat. Wir haben schon, wir haben schon. Okay. Ich drop dir jetzt mal die geschissene. Wenn die kaputt ist, dann habe ich noch eine. Okay. Nein, Hugo! Kann mich nur sehr langsam vorbewegen. Du bist immer noch am Verhungern, oder was? Mhm. Okay. Ja, ich brauche viel mehr Seil. Ich weiß nicht, was ich ausgerechnet habe. Okay. Aber wir kriegen hier auch echt massig Loot. Mega geschmeidig. Hugo, geh von dem Grill weg! Okay, komm schon. Ah, das ist... Wahnsinn. Der ist nicht glücklich, wenn er sich nicht fast umbringen kann. So, wie heißen denn Lemming? Ja. Die Abhänge unterstützen und so. Das ist ein Lemmingsvogel. Es gab mal irgendeinen Film, den habe ich mit der Emily auch geschaut, da war auch so ein Vogel, der sich andauernd... Ach, der Vienna. Das sagt mir nicht. Mein Gott, habe ich da gelacht. Ja, den musst du fast nur ausschauen. So, fertig. Wenn ich jetzt hier loslasse, fährt er dann rennen. Ey. Das... Mein Gott, Hugo! Und? Ja, der ist glücklich. Ich sehe sie, Mann. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der Oberabschuss. Jetzt machen wir ihn mal richtig happy, den Burschen. Zack! Ja, Wahnsinn. Schau ihn dir an. Das soll eine Wiese sein, oder was? Mhm. Ach, die braucht frisches Wasser, natürlich. Dafür müssen wir wahrscheinlich jetzt brauchen wir den Eimer, oder? Shit. Oder? Nein, mit Sicherheit nicht. Schau mal, ob die Flasche reicht. Aber wahrscheinlich braucht man eine Gießkanne und Pflanzenwässer, okay. Ui. Ich weiß nicht, was das heißen soll und was das für eine Sprache ist, aber Pflanzenwässer ist okay. Ich möchte übrigens fürs... Ich habe den Rest weggeschüttet, aber man schaut selber was. Ich möchte übrigens fürs Thumbnail ein Bild von uns beiden machen. Ja, wäre witzig. Okay, ich brauche Schrott. Ich brauche noch viel mehr Seil. Ja, jetzt brauchen wir echt erstmal wieder ein bisschen. Also pass auf, mein Ziel wäre es jetzt, mein Plan, dass wir sagen, wir machen wirklich noch ein oder zwei Lager und machen dann eins voll mit Holz und eins mit Plastik oder halt eins mit Holz und Plastik, irgendwie so, dass wir ein bisschen Reserven haben. Mein Ziel wäre jetzt, dass ich mir eine Angel baue, dass wir endlich mal was zum Essen haben. Das wäre auch keine blöde Idee. Weil ich bin schon grantigst am Verhungern, ja. Ja, ich würde jetzt auch so eine Weile hier rumschippern. Ich würde auf jeden Fall den Motor bauen. Und das machen würde ich das Boot noch mal ein bisschen verbessern. Also jetzt mal. Ja, das um das. Das alles wieder ausgleichen. Das Boot dann um den Motor herum weiter ausbauen. Echt? Ja. Mein Gott, Hugo, du bist ein Ehrenmann! Ehrenhugo. Ehrenhugo, du wirst noch umbenannt. Ich kann es nicht aufnehmen. Hier, also, ich steht zwar da aufnehmen, aber. Bei mir steht das nicht einmal. Ah, doch, jetzt. Ah, okay, ging. Geil. Hugo, du bist brutal, Mann. Erforschen. Lernen. Jetzt könnten wir so. Alsabe. Oh, das Fass. Jetzt könnte man sogar wieder. Wo, was ist denn da für ein Riff unter uns? Achso, da ist eine Insel. Ja. Verrückt. Was wird jetzt machen? Den Ofen wieder bauen. Und. Was wird die machen? Ah, die Angel. Ich glaube, die Fischsuppe machen. Für die müssen wir schon genug haben. Und ich verdurste mal so ganz nebenbei. Okay. Ja, ich verhungere gleich. Ich konnte die Angel jetzt schon bauen. Seil. Ach mein Gott, Kai. Ah, die habe ich ja ganz vergessen, du Arschloch. Echt ein Netz repariert. Oh, sehr schön, sehr schön. Ah, nimm das. So.
Seil, Seil, Seil. Angel, Angel, Angel. Bangs. Nein, brauch noch mehr Seil. Alter, ihr habt so einen Arsch offen. Gott, ich liebe den Hugo so. Hat uns echt ein Ei gelegt. Das ist ja so toll. Ey. Und du gefällt's auch da. Der ist auch der. Ja, hundertprozentig, Mann. Achso, wir brauchen noch Milch, verdammt, die haben wir nicht. Ja. So, ist das schön. Ziege wäre es bestimmt gewesen. Oh mein Gott, die brauchen es zum Essen. Oh mein Gott. Aber bis wir die Netzkanone mal wieder bauen können, werden Jahre vergehen. Also das haben sie schon ein bisschen übertrieben mit diesem Explosivpulver. Aber das Früchtekompott, das könnten wir auch. Ich weiß ja nicht, ob die sich vermehren können, wenn du zwei Ziegen hast oder so. Ich mir jetzt aber auch irgendwie nicht vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, wie man eigentlich an dem Ofen was macht. Wie was? Mango platzieren. Ah ja, okay. Ach so, das legt man dann da so hin. Das ist ja witzig. So, kann wir eine Angel bauen. Sehr schön. Ah, was du hinweg? Den Bogen. Hast du eigentlich Urlaub? Ja, morgen habe ich noch frei. Freitag muss ich dann kurz in die Arbeit und dann habe ich. Nein! Freitag frei. Wann bin ich bescheuert? Boah, fuck, ich verhungere, Alter. Wollen wir in die Arkaden schauen, die Tage oder so? Samstag, ja. Samstag ich erst? Ich war da, ja. Morgen muss ich mit dem Hund zum Tierarzt fahren. Ach, was noch? Ja, sonst zu Hause halt helfen, wie immer halt. Wenn ich daheim bin, wenn ich frei habe. Und was noch? Das ist schon gut, eine Frage. Alter, Fisch wird fertig. Ich verhungere so krass. Kann jetzt echt das erste Mal werden, dass ich sterbe durch Hunger. Gott sei Dank kriegst du schon Erfahrung mit dem Sterben. Ja. Ich hab die Zascha-Bombe aus dem Wasser gezogen, Bursche. Ja, ja. Ist okay, nicht. Errungenschaft. Überlebensexperte. 30 Tage. Aber jetzt hat das hier wieder, jetzt macht das wieder Sinn mit uns. Dingern hier, da sammelt sie echt einiges, gell? Ja. Mal gleich drei Fässer. Oh, endlich ist er fertig. Er ist so verknuspert an den Burschen. Ja, wie hätte wieder nicht genug Pflanzen-Dinger dabei, um ein scheiß Seil zu bauen. Seil. Ah, da kommt ein Fass. Ja. I have it. Hat sehr viel Hoffnung, ja, das. Kleine Kerzenflasche. Mike, konnte ich vielleicht einmal wieder so einen Riesenfisch-Fanger oder so? Fehlt mir halt echt auch noch Schrott wieder. Schrott haben wir ohne Ende, glaube ich, im Regal, ja. Im Lager. Da haben wir einiges, ja. Nein! Ich muss was ablenken. Stein habe ich schon wieder dabei. Da kriege ich eh schon ein Haus. Schmutz. Aber im wahrsten Sinne des Wortes Schmutz dabei. Okay, ist doch super. Kai, wo bist du? Hör auf. Nein, schon wieder ein Fangkorb. Jetzt wollte ich gerade ein neues bauen. Fixer. Ich hab grad wirklich, ich stell mich an wie ein Idiot, dass ich endlich mal einen neuen Fangnetz bauen kann. Dann knuspert der uns sonst weg. Hoppala.
Ja, wie oft falle ich jetzt noch ins Wasser? Ich glaube, wir müssen einen Zaun um uns bauen. Oh, Benny, da kommt eine fette Insel. Okay. Super. Das ist anscheinend doch nicht so schwer zu finden. Nee. Ja, ich merke halt echt nur Explosivpulver, als andere wäre... Ich glaube, dass die auf einem bestimmten Spielstand einfach immer mehr kommen. Ja. Ja, pff, lass uns ankern, scheiß drauf. Wir möchten einen zweiten Hugo haben. Ein zweiter, ja, da brauchen wir Pulver. Eine Ziege möchte ich unbedingt haben. Das ist halt... Mit diesem Pulver ist echt eine Frechheit. Konnte ich nur Pfeile machen? Ne. Hier dann. Hier dann haben wir einmal so massig gehabt, gell? Ja. Stimmt, ja. Ja, ich verhungere auch. Alter, unser Wasserding ist leer. Ja, ich hab grad geninjert. Ja, auffüllen, boah. Ja, ich muss schnell den beim Hugo gießen, das war wichtig. Okay, da, das ist die einzige Entschuldigung, die ich zulassen kann für sowas. Wieder, wie viel Loot zieht denn da an uns vorbei? Ja, weil wir jetzt aus dem Strom raus sind. Ach ja. Da vorne kommt schon wieder was. Verlasse ich hier, falls ich hops gehe. Lenk gerade auch. Na bitte, das wäre nicht verkehrt. Echt, mein Plan war, dass wir uns nochmal Dings bauen. Lager. Und wenn wir dann mal das geschafft haben, bist du wieder bei der nächsten. Echt krass, also, da fliegt schon wieder so ein Vogel rum. Ja, ich sag ja, das echt bloß ins Wasser um die Insel rum. Ja gut, wenn wir was da oben sind, wir Kisten und alles. Wir kommen aber auch von einer ganz blöden Stelle zu der Insel irgendwie, gell? Habe ich mir auch gerade gedacht, ja. Das ein bisschen drauf vorbei. War das eine Höhle? Siehst du das? Oder schaut das nur so aus? Das ist, glaube ich, eine. Hugo, kein Stress, du kannst hier bleiben. Er bewacht unser Boot. Ja. Nimm mir bitte Ananas und Melonen mit. Ja. Dann Land gehst. Waschpulver? Wow, was war das? War das der Vogel? Meine Fresse, Alter. Was? Ich sterbe oft, aber ich scheiße, ich lang halt so ein Scheiße, das ist nicht normal. Das ist echt krass. Hä, was ist denn das? Das Kupfer? Schaut voll komisch aus. Ja, was? Ja, das ist echt eine Höhle. Spannende Geschichte. Müsste man lieber mal einen Spaß. Ach, da kommst du einfach auf die Insel. Und das ist ja perfekt eigentlich. Es kann doch nicht sein. Ich bin auch die ganze Zeit am Plastik sammeln hier. So. Oh, da wäre der Vogel genau neben mir. Okay. Oh, das ist schon ein Stork heute. Und fliegt, glaube ich, in deine Richtung oder so. Okay. Oh, die Insel ist ja noch größer als die letzte. Cool. Ja. Der trifft mich halt instant, dieser Wichser. Bist du da unten? Da ist der Hai. Neben dir. Ja. Das ist noch so eine kleinere Insel daneben. Bären. Hier sehe ich jetzt keine.
Doch, da ist wieder ein Wildschwein. Es kam mir aber gerade gar nichts. Piss dich, du Scheißvogel. Okay, da kommen wir nicht noch. Das ist echt verwirrend, die Insel. Oh, da ist eine Ziege. So, Mango kann ich ja schon selber ernten, die brauche ich ja, also habe ich ja schon auch hier, Mann. Wenn wir jetzt so Pulver hätten, dann könnte ich die Ziege da fangen. Der Hugo. Dem kannte mich stundenlang. Ja. Wir müssen eigentlich nur noch Wolle entdecken, oder? Dann haben wir alles. Ich bin so... Ja, ich glaube auch. Ich bin so schockierend weit oben. Und da ist eine Kiste. Jetzt hat mich der Vogel auch erwischt. Hier. So. Ich war gerade bei seinem Nest, mehr oder weniger. Alter, ich bin so weit oben. So. Siehst du mich? Nein. Da bist du. Okay, ich sehe dich nicht. Warte. Guck, da sind Felsvorsprung, da gehe ich hoch. Ich hab echt Angst, dass mir der Vogel nochmal was auf den Kopf schmeißt. Hier, siehst du mich? Ah ja, jetzt sehe ich dich. Ja. Ich würde das so gern runterspringen. Kannst du nachher machen, wenn du das gesammelt hast. Also Ananas brauche ich unbedingt, gell? Ananas habe ich noch gar nichts gesehen. Melonen. Boah, die ist so lächerlich riesig, diese Insel. Mann, dieser Scheißvogel. Lass mich! Er hat da drauf. Okay, wenn du noch irgendwo einen Mangobaum siehst, dann können wir noch Mango sammeln mit. Ich habe jetzt unsere Mango hier gefällt, keine. Oh, da ist ein zweiter Hugo. Oh, so Fische sehe ich nicht. Die will. Achso, die siehst du ja von da oben, stimmt. Ja, hast du gesagt, oder? Mhm. Geh mal ins Wasser. Ah, da ist einer. Ich habe halt auch keine geschissene Angel, gell? Aber das ist so schlimm, ich will irgendwas machen. Kommt vom 100. ins 1000. Wie oft muss man den treffen? Dreimal. Ah, okay. Füllen wir wieder Seile. Kann ich kaum mal bauen, jetzt hänge ich hier fest. Okay, einen habe ich. Sehr schön. Dann könnte ich die Ziege eigentlich holen. Muss er die jetzt zurück, dann trocknen wir das. Weißt du, ich hab kein Wasser mitgenommen, ich Depp. Ja, egal, ich komme jetzt zurück, dann trocknen wir das. So hart verletzt, ich hoffe wirklich, ich schaff's an Land. An Schiff, ja. Nee, ich muss jetzt ewig weit schwimmen. Wenn du am Schiff bist, kannst du Wasser machen, bitte. Hab ich schon umgesetzt. Durchlaufen lassen. Setz dann Kaffee hoch, sitzt der. Oh fuck, ich bin ja so krass auf der anderen Seite von der Insel. Na, herrlich. Jetzt will ich gerade mal überlegen, was mehr Sinn macht, dass ich über die Insel gehe oder ob ich außen rum schwimme. Aber außen rum ist wahrscheinlich sicherer. Zumindest war es dann auf jeden Fall, wo ich bin, wenn was ist. Oder Hai ist tot. Das sind doch mal gute Nachrichten. Das grabt mich. Für den Hai. Mann, jetzt konnte ich mich ja dann nur noch so langsam bewegen. Ah, da bist du. Komme! Ach ja. Ah. Zack. Trinken.
Essen, essen. Wie in Real Life. So. Jetzt da ein Ding machen mit Teu. Bin gar nicht schon fertig. Ich hab's nur gut gemeint. Ist du schon fertig? Ist du alles gut? Hugo, ich hab ein Spätzle von dir gesehen. Ich hab, wenn ich es dadurch sag. Da legt der kleine Ei. Das hat ihn jetzt gefreut. Kann ich nicht. Auf, bleibst du hier? Passt auf ihn auf. Was, Conny? Auf, ob ich auf die Insel schnell gehen kann. Ja, natürlich. Super geil. Da gibt es übrigens noch einen Haufen Erz an der Insel dran. Okay. Easy zu erreichen. Aber natürlich wieder weder Wasser mitgenommen, noch irgendwie was. Ja, so schlau war ja. Aber Wasser habe ich eigentlich immer dabei. Den Schmutz hast du mitgenommen, oder nicht? Den wie mitgenommen? Ja, komm mal doch mit der Schaufel den Schmutz. Ja, ich habe keine Schaufel dabei gehabt. Ach so, okay. Die habe ich irgendwo reingelegt, die suche ich gerade. Ah, hier ist sie. Höhlenpilz finde ich hier nochmal. So, was haben wir jetzt nochmal für diesen scheiß Kanister da braucht? Stein und Seil. Wird jetzt nicht am Seil scheitern? Doch, es scheitert tatsächlich am Seil. Nee, ja, was. Deswegen wollte ich jetzt auch auf die Insel und Palmblätter holen. Mir auch Seil und. Schon witzig, ja, so oft haben wir es schon weggeschmissen, aber wir hätten genug davon. Wahnsinn, gell? Aber vorhin noch gesagt, Seil ist irgendwie zur Zeit Mangelware. Wo ist denn die scheiß Netzkanone? Ich hab's nicht versteckt. Alter, ich finde die nicht. Ja, das ist die Welt so. Ui, ui. Ach ja, im Essenslager, wo sonst? Soll ich den Zuschauern eigentlich nochmal sagen, dass wir die nächste Folge nach Balboa Island fahren, oder? Ja, unbedingt. Haben die allmählich gespannt, das ist verarscht. Es kann sein, dass sie es gemerkt haben. Hast du nicht so ein bisschen den Hype beobachtet? Wirklich viel angebaut wieder. Ne, da ist vieles das auch da, aber ich glaube, dass er hier weg muss bei der Welt. Also, gerade wo ich auf Toilette war, habe ich nichts gehört, dass er was beißt oder so. Hier fehlt ein Eck. Bist du wieder da, weil dann schaue ich, dass ich die Ziege Ninja. Unbedingt, ja. Ich hätte gesagt, ja, was wollte ich denn jetzt noch basteln eigentlich für was? Ach so, die Angel, genau. Pass auf, ja. Ich schaue, dass ich die Ziege kriege und dann können wir eh schon wieder wegfahren, oder? Du hast beim Hugo nicht gegossen, du Arsch. Oh! Also das verzeiht er nicht. Solange mal der Hugo verzeiht, ist alles in Ordnung. Boah, das ist voll gruselig, so im Dunkeln. Mhm. Und Schmutz mit, wenn wir so Ziege müssen wir dann auch Wiesen machen, gell? Richtig. So. Du hast ja keine Melone gefunden. Ja, ich hab wieder Mangosamen, das ist super. Ich wollte eine verdammte Angel bauen, Wahnsinn, was ich. Ja, ich habe auch, ich hab bloß eine Kiste gefunden auf der Insel. Also wo war denn die Ziege? Beziehungsweise wie bin ich da hingekommen? Wie war sie? Ah, Melone. Sehr schön. Kannst nicht mehr tragen. Okay. Doch, den Samen konnte ich nicht mehr tragen. Den brauchen wir. Ah ne, Spann brauchen wir nicht. Ja? Selber brauchen wir. Okay. Ja, ich wüsste das nicht, wo wir die anbauen. Wir könnten uns so ein Ding bauen. Ach, du möchtest Früchte, zeig mal das. Ja, genau, das Kompott. Ah, nein, die Wildsau. Alter, das hat gescheppert. Ich finde. Die Ziege nimmer. Ja, Vogel. Arschloch, da.
Wildschwein ist tot. Sehr schön. Haben wir wieder Leder? Muss man noch nicht wissen, wofür, aber. Und Kunst hier, gell? Ach, warte, kann ich jetzt gar nicht mehr dran. Scheiße. Was sind da? Ich hab schon wieder Stein dabei, da kriegst du doch da schon. Raw Meat nehmen wir mit. Raw Meat. Ja. Nein. Wahnsinn. Was machen wir jetzt echt gleich tot auf dem Boot? Gerade um einen Hai abzuwehren, dann greift mir der scheiß Vogel an. Ah, da ist noch eine Kiste. Ständig was zu tun. Ne? Noch eine Melone und noch eine Melone. Oida. Drei Metallbahnen und ein Scharnier. Sehr geil. Nice. Ja, es wäre echt nur die Ziege und ich finde sie nicht. Was denn, wo die ist? Schrott haben wir genug. War noch eine weiße, die war total hübsch. Wahrscheinlich eine ganz seltene Ziege. Hundertprozentig. Die seltenste aller Ziegen. Ja, eine Albino-Ziege. Ein Albino? Oh, ein Lama? Bist du ein Lama? Oh mein Gott. Ja, wo ist das jetzt hin? Da unten rennt's. Das ist doch ein Lama. Da wird sich das Lama-Mädchen aber freuen. Also, soll ich's fangen? Ja, unbedingt. Oder die Ziege? Kriegt man auch Lama-Milch, oder? Keine Ahnung. Jetzt bin ich überfragt. Nee, es geht. Ja, aber die Ziege finde ich nicht mehr. Nicht, dass das Lama dann auch nicht mehr. Vielleicht war das auch die Ziege. Und ich hab's einfach nur. Das nur so kurz gesehen. Ja, das ist gar nicht so einfach mit diesem Scheißding. Warum sehe ich es jetzt nicht mehr? Mein Gott. Ah, da vorne. So eine Sackgasse. Oh. Nein, ich hab daneben geschossen. Nein! Warte, da unten liegt's. Konnte ich das aufheben? Bitte sag, dass ich das aufheben kann. Das kennst du mir jetzt nicht, oder? Nein, es ist weg. Boah, es ist. Das ist doch krank, Leute. Das ist krank. Das ist echt übel. Ja. Und so ein Fisch habe ich kaum mehr gesehen. Ja, herrlich. Ach Gott. Warum machen die das? Du konntest da nicht zielen mit dem Ding. Ach, scheiß drauf, Alter. Wir fahren jetzt nach Balboa Island. Ja. Motor anbringen, bauen wir unser Schiff weiter aus. Genau. Damit wir dann auch Platz hätten für Ziegen und so weiter. Ja, kommt der andere dazu. Wir sind gar nicht, wo wir es hinstellen. Ja. Ach, du hast einen Schuss mit diesem Netzwerfer. Das ist einfach eine Frechheit. Ah, komm zu dir. Kannst du nur um Stunden handeln, bis ich da bin? Eigentlich müsste man ein bisschen tauchen gehen. Ach so. Ich bin echt fast tot, dieser scheiß Vogel. Ich hab mich da unten beim Anker reingestellt. Hab ich jetzt auch gemacht, ja. Oh. Ich hab Angst, dass er dann auf den Hugo losgeht, wenn er mich nicht erwischt. Der Hugo, der konnte sich schon selber wehren. Also der steckt das weg, oder? Ja. Oh, jetzt hat er ein Ei gelegt. Eine Ziege wäre so cool gewesen, hä? Tatsächlich nichts, ja. Ärgerlich. Wollt ihr das Leder eigentlich erforscht? Ja. Ach, da fehlt die Wolle. Allo, wegen dem Rucksack wäre das halt schon mega. Mhm. Ja, das stimmt, dass das Spiel nochmal gut verbessern wahrscheinlich. Die Melonen kannst du mal daherlegen und haben wir Dings Ananas irgendwie. Okay. Was? Wo Melonen? Zum Topf hin, zum Kochtopf da rechts daneben. Nein, so doch nicht.
So schön drinling. Oh. Ach, das geht? Ja. Ah. So. Oh, dieser Arsch von Hai. Ananas gab's nicht, ne? Schade. Nein, Fogi. What the fuck? Ich auch fast. ja gut, Plastik. Ja, wir fahren jetzt hier weg. Kommen wir noch beide Hopsgänger her. So Leute, ich verabschiede mich ein letztes Mal und das nächste Mal fahren wir ganz, ganz ehrlich nach Balboa Island. Das ist Indianer-Ehrenwort. Bis dahin eine schöne Zeit.